Also, steile Stelle, auf jeden Fall tief gehen und das Rad kippen lassen. Hi, liebe Leute, ich bin's mal wieder, ein weiteres Fahrtechnik-Video heute auf BikenTV. Und zwar das Thema, was wir schon manchmal drin hatten, mit dem Gorilla, Cowboy, Ellenbogen raus, möchte ich nochmal hervorbringen, weil es echt immer noch viele Missverständnisse dazu gibt. Ich verlinke unten mal das ganz ausführliche Video, wo jedes Argument, jeder Punkt genau besprochen wird. Aber jetzt wollte ich es ein bisschen simpler machen, den aktuellen Stand euch geben. Schauen wir mal rein. Ellenbogen raus, mal übertrieben oder so ein bisschen. Das kennt ihr aus Fahrtechnikkursen, Videos. Und natürlich seit 3 Jahren, also 2019, habe ich das erste Video gemacht, wo ich gesagt habe, hey, man muss ja gar nicht so die Ellenbogen rausnehmen, man kann es ja auch ergonomischer fahren. Dann kam immer mal wieder ein Video, einmal pro Jahr, wo ich mehr darauf eingegangen bin, aber auch international. Einige andere Kollegen sind auch in die Richtung gegangen, jetzt nicht wegen mir, sondern alle kamen da so ein bisschen von selber raus drauf, weil man halt mit Physiotherapeuten und so gesprochen hat. Jetzt 2022 ist immer noch der Punkt, viele sagen Ellenbogen raus, aber nicht so viel raus, wie das jetzt ein Fahrtechnik-Trainer immer so gemacht hat. Manche sind aber dabei geblieben, Ellenbogen schön raus. Und wie gesagt, die einzelnen Punkte findet ihr in einem anderen Video. Was kann man jetzt quasi so als Lösung für sich selber suchen, wenn man jetzt sagt, hey, immer diese Lehrmeinung oder diese Profifahrer und Nicht-Profifahrer oder jeder sagt was anderes im einen Kurs, im einen Video. Was kann ich denn für mich daraus ziehen? Da habe ich einen kleinen Hinweis für euch, womit die Sache dann eigentlich gut geklärt ist. Nochmal kurz wiederholt, jetzt ist gerade der Stand, dass viele sagen, ja, das war immer übertrieben, Gorilla, Cowboy, Ellenbogen raus. Deswegen sagen wir jetzt nur noch ein bisschen Ellenbogen raus. Und da steckt so ein bisschen das Missverständnis hinter, dass viele, die jetzt, also von den Trainern, Ausbildern, YouTubern, alle, die das quasi ein bisschen nach außen tragen, die jetzt sagen, ja, Ellenbogen raus ist echt nicht mehr so das Thema. Entschuldigung, dass wir das früher mal so krass forciert haben. Die meinen jetzt aber nicht, dass man sagt, Ellenbogen nicht so wie ein Cowboy rauszunehmen oder der Gorilla, heißt natürlich nicht, dass du es am Körper anlegen sollst. Das wäre quasi so das komplette Gegenteil. Und jetzt für euch, wenn ihr selber fahrt, wenn ihr eure Kumpels beobachtet oder wenn ihr mal einen Fahrtechnikkurs macht oder wenn ihr selbst Tipps an andere gibt, wenn jetzt jemand nicht den Rand an Körper legt und nicht den krassen Gorilla macht, sondern einfach ergonomisch den Lenker hält, meistens könnte man sagen, man sieht auch ein bisschen, wie der Unterarm so ein bisschen von hinten zum Lenker kommt und dann hat man eine gute ergonomische Position und da gibt es auch noch eine Range. Also da gibt es jetzt kein, ja, man muss so bei so und so viel Grad fahren oder man kann ruhig ganz slack fahren. Ihr werdet jetzt bei den Profifahrern da Unterschiede sehen. Das ist manchmal situationsbedingt, dass man, wenn man eine Welle pumpt, die Ellenbogen anders rausnimmt, als wenn man nur einen Schlag aufnimmt. Das kann sich wirklich unterscheiden, das ist dann sehr intuitiv. Und der persönliche Stil und dann kommen die eigenen Körpermaße noch dazu und die Lenkerbreite. Auf jeden Fall auch ganz wichtig, wenn du schon 800er Lenker hast und bist relativ klein, hast du die Ellenbogen automatisch etwas weiter raus, als wenn du 720er Lenker hast. Das spielt alles mit rein, warum das auch unterschiedlich aussieht. Fazit, es ist kein Thema mehr. Wir wollen auch nicht diese Zusatzbelastung, ah warte, ich muss ja die Ellenbogen rausnehmen, dass ihr im Trail wieder darüber nachdenkt, sondern haltet den Lenker ergonomisch, intuitiv. Und wenn jetzt ein Kumpel zu euch sagt, hey, du hast irgendwie die Ellenbogen ganz krass an den Rippen, dann solltet ihr mal drüber nachdenken, das zu ändern. Oder wenn jemand sagt, hey, du hast so viele Fahrtechnik-Kurse gemacht, du hängst wie ein Gorilla da, dann wäre es vielleicht noch ein Thema, sonst ist es einfach kein Thema. Ich möchte euch mal bei ein paar Situationen nochmal zeigen. Also ergonomische Haltung, Stufe auf Federn und hier was auf Federn. Da war jetzt eine Wurzelkante, hier liegen noch ein paar dicke Wurzeln. Da haben wir dieses Thema, das kennt ihr aus Fahrtechnik-Videos oder auch Kursen. Ich habe das bisher gar nicht so häufig benutzt, diese Formulierung. Die positiven und die negativen Hindernisse, also Dinge, die man halt aufnimmt, wo das Vorderrad zu einem kommt, das Fahrrad in der Körperbalktrennung. Oder Löcher, Mulden, wo das, oder auch Kanten, die man runterhört, wo das Rad sich wegbewegt von einem, die Arme etwas gerader werden. Das funktioniert alles auch ohne Ellenbogen raus, weil das Ellenbogen raus, wie gesagt im anderen Video, ist mehr eine Bewegung am Schultergelenk und die eigentliche Arbeit aus den Armen ist den Ellenbogen und deswegen kann man zum Beispiel sich denken, ich muss von der Stufe mit der Schulter tiefer und dann ist es egal, ob du die Ellenbogen rausnimmst oder nicht, es ist einfach ein bisschen ergonomischer, wenn man es intuitiv macht und nicht in diesem
Gorilla-Modus ist, weil da wirklich auch das Schultergelenk kurz vor der Arretierung ist und auch ja, bei stärkeren Impacts auch wehtun kann. So, liebe Leute, ich mache es mal vor, und zwar wenn wir jetzt mal so ein Easy-Trail-Stück, das ist ja oft, dass bevor die schwere Stelle kommt, enge Kurve, Sprung oder was, gibt es immer diese Verbindungsstücke, wo der Trail einfach wenig steil, wenig Hindernisse hat, und da fährt man in einer sehr entspannten Haltung. Ich möchte euch mal zeigen, wie man es früher mal vorgemacht hat, mit Ellenbogen raus, auch in der entspannten Haltung, und möchte euch beide Extreme mal zeigen und wie es dann bei mir individuell aussieht mit einer ergonomischen Haltung. Also, steile Stelle, auf jeden Fall tief gehen und das Rad kippen lassen. Ja, da gibt es noch eine Range. Bei mir sieht es relativ slack aus. Also ich habe die Ellenbogen nicht am Körper, aber auch wirklich wenig rausgestellt. Da gibt es so ein bisschen eine Range, wo es kein falsch oder richtig ist. Wo es, wie gesagt, Körpermaße, Lenkerbreite und so ein bisschen auch das Wohlfühlgefühl, das ergonomische, intuitive. Genau. Bin mal gespannt, wie es bei euch aussieht, und weiter geht's. Auch beim Kurvenfahren gab es immer dieses Thema mit Scheibenwischer, Radneigung aus den Armen raus, Ellenbogen muss dafür auch raus, damit dieser Scheibenwischer gut funktioniert. Kann man machen, wenn das ja, so einem gut passt. Gerade in der Lehrmethode gibt es das immer noch häufig. Aber Kurvenfahren aus einer Körperrotation, einer Körperdrehung funktioniert sehr gut. Und ich verlinke mal unter das andere Video noch ein zweites, wo ich zeige, man kann auch quasi die Rotation über die Beine in die Hüfte gut einleiten. Das sieht man auch bei Profifahrern ganz viel. Und dann hat man den Vorteil, dass man halt wirklich die Arme frei hat, alles zu machen. In Kurven gibt es ja auch Hindernisse, Wurzeln und so weiter. Und dass man nicht quasi schon in so einer ja, etwas ungünstigen Haltung mit zu gerade innerem Arm reinkommt. Wie gesagt, kein richtig oder falsch, aber es ist nicht zwingend notwendig fürs Kurvenfahren, den äußeren Ellenbogen rauszunehmen. Probiert selber mal aus, könnt ihr mal gucken, wie es euch am besten passt. So wie ihr eure Ellenbogen haltet, wird es in der Regel eigentlich auch passen. Das heißt, macht euch einfach keine Gedanken darüber. Und wenn ihr euch mal selber filmt und so, könnt ihr mal kontrollieren, ob es vielleicht doch der T-Rex ist. Sagt man ja mal, T-Rex wäre nicht so gut, Gorilla wäre auch nicht so gut. Das, was ihr intuitiv ergonomisch macht, würde in der Regel eigentlich passen. Ich hoffe, das hat euch jetzt ein bisschen noch den aktuellen Stand gegeben. Bitte seid auch nicht so verwirrt, wenn ihr jetzt in anderen Videos immer noch das immer hört mit dem Ellenbogen raus und so. Oft ist das Richtige gemeint. Es ist wie in der Kommunikation, meistens hat es irgendwas mit Missverständnissen zu tun, dass diejenigen, die das Ellenbogen raus sagen wollen, wahrscheinlich eher korrigieren, dass man halt nicht den T-Rex macht. Aber es kann halt schnell ins Gegenteil umschlagen, dass Leute wieder in diesen jahrelang verbreiteten Gorilla-Modus kommen. Deswegen würde ich sagen, Thema ist, es ist kein Thema mehr, und beobachtet gerne mal andere Fahrer, wie das da ausschaut. Schreibt mal in die Kommentare, wie war es in den letzten Kursen, wo ihr wart? Wie war es in den letzten Videos, die ihr mal in der Fahrtechnik geguckt habt? Ist es da noch ein großes Thema gewesen? Oder sagt ihr für euch auch, ja, eigentlich habe ich für mich da eine gute Lösung gefunden? Ihr könnt gerne mir widersprechen, finde ich immer spannend, ein bisschen Austausch, Diskussion. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Und früher hätte ich gesagt, macht schön den Cowboy. Jetzt würde ich sagen, stay cool, fahrt so, wie es passt. Und es passt schon.